Hallo und herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Formel-Auto-Gesellschaft. Ich bin der Enrico, hinter der Kamera ist der bezaubernde Julian. In diesem Video wird es darum gehen, wie es mit unserem Bentley, unserem wilden Bentley-Import aus Riga weitergegangen ist. Und zwar gibt es da leider, zum Glück vielleicht für mich, zum Nachteil des Verkäufers, noch eine wilde Geschichte dazu, was im Nachgang dann noch passiert ist. Und die will ich euch jetzt kurz erzählen. Und währenddessen wir das machen, versuchen wir das Auto tiefer zu legen. Wollen wir das jetzt machen? Wer sich jetzt natürlich denkt, Tesla. Cleo, jetzt ist aber mal Ruhe hier. Ja. Da habe ich überlegt, verdammte Axt, Junge, mit irgendwelchen Koppelstangen und anderen ominösen Tieferlegungen ohne TÜV, habe ich keinen Bock drauf, passt auch null zum Auto. Aber das Auto muss leider tiefer. Ich meine, ich habe ja in euren Kommentaren gelesen, dass ihr das Auto nicht als altbacken, wie ich es so ein bisschen tituliert habe, oder wie es für mich im ersten Blick rüberkam, in live, in natura bewertet, sondern ja eher als elegant und zeitlos. Und mittlerweile, muss ich ganz ehrlich gestehen, sehe ich das auch so. Es ist ein absolut elegantes Auto, was definitiv vier Schippen vom Design und von der Anmutung und von der Optik und Haptik drauf ist zu einer S-Klasse aus dem Baujahr. Also zum W222 oder V222. Ne? Verarbeitung ist bombastisch, muss ich sagen. Also ich finde das trotzdem gut. Auch wenn so ein paar kleine Plastikteile dabei sind. So. Weißt du, wo du sagst, hätte nie sein müssen fürs Geld. Mhm. Aber es ist trotzdem auf einem sehr ordentlichen Niveau. Vom Fahrverhalten muss ich eine Sache sagen. Ich bin jetzt gerade eine längere Strecke von Würzburg bis hierher. Sind rund 400 Kilometer S65 gefahren im strömenden Regen, was ich ja irgendwie bis auf den 12-Zylinder ja irgendwie vergleichen könnte von der Fahrzeugkategorie und Klasse und Gewicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde der Bentley fährt besser. So, Freunde, Tieferlegung. Da habe ich überlegt, Mensch, Enrico, was machst du denn mit dem Auto, dass der so richtig bossig rüberkommt? Die Felge habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich glaube, die ist ganz geil. Ich hätte aber trotzdem gerne einen Zoll größer. Vielleicht was von Mansuri. Bin ich mit Mutlu von Levella ja auch in regen Kontakt. Jetzt haben wir es aber zeitlich halt nicht mehr geschafft, dort mal das Auto hinzubringen und anzugucken und so weiter und so fort. Und zu probieren, was für ein Felgen oder was für eine Felge am besten passt und am schönsten aussieht. Gibt es ein paar zur Auswahl. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr auf dem Auto für eine Felge machen würdet oder ob ihr die Felge einfach lassen würdet. Von wegen, Junge, lass einfach. Lass einfach, wie es ist. Fang bloß nicht an, irgendwelchen wilden Zauber zu machen, dass das Ding aussieht wie so eine Kirmesbude. Deswegen habe ich im Internet recherchiert und gedacht, verdammte Axt, du brauchst eine gescheite Tieferlegung mit TÜV. Und dann bin ich über H&R gestolpert und habe gedacht, geil, die bieten ein Modul für das Auto an mit TÜV. Ich den Selo von H&R, viele Grüße an der Stelle, angerufen oder angehauen. Ich sage, yo, hast du so ein Ding da irgendwie? Nee, haben wir Produktion eingestellt, weil brauchten die so viele. Und dann bin ich bei eBay Kleinanzeigen ganz frisch inseriert über einen Dude gestoßen, der genau den wunderbaren Kasten hier zum Verkauf hatte. Kostenlose Werbung hier oder was? Und ja, geht los. Krieg schon ein riesen Placement. Juhu! Das ist jetzt quasi das Steuerteil für die Tieferlegung. Wir haben jetzt gerade schon mal hier kurz reingeschaut. Einbau, also es passt also in Cayenne und Touareg offensichtlich, ne? Mhm. Ach, hier ist sogar eine, aha, okay, okay. Und dann hier Bentley Continental, also sprich fürs Coupé, was auch draußen steht, und ein Flying Spur. Jawohl. Na, also da Audi Q7 halt auch noch. Verstellbereich bis zu 4 cm. Und das ist genau das, was ich suchte, weil das sind so 3-4 cm, was die Karre zu hoch ist. Und wenn der tiefer ist, bin ich mir sicher, sieht das nochmal komplett anders aus. Da bin ich sowas von überzeugt. Aber das ist das eine, das machen wir jetzt gleich. Angeblich, also die Beschreibung, die Einbauanleitung sind, warte, nie ganz 6 Sätze. Die Einbauanleitung. Ich bin gespannt. Also es klingt sehr einfach. Mal gucken, ob wir jetzt Bedussel das jetzt hinkriegen. Also ich bin sehr gespannt. So, wir nehmen das jetzt mal mit, gehen mal raus zum Auto und dann erzähle ich euch, was mit dem Auto noch Wildes passiert ist in der Zwischenzeit und warum dort jetzt nochmal 12.000 Euro Geld nach meiner Besichtigung bzw. nach unserem Besuch vor Ort nochmal versenkt worden in das Auto. So, wo ist denn eigentlich der S56? Ne? Traumhaft schönes Auto. Fährt sich auch wirklich mega, was mit dem? Oh, oh no! Oh, hello! What's going on? Kann ich mir das kaufen? Ist das auch 21 Zoll oder ist das sogar 22? Ja, das sieht echt schön aus, ne? 21 Zoll aus. Wirkt größer, oder? Alter, ist mal ohne Mist. Der hat vor allem auch eine sehr, sehr schöne Farbe, ne? Vor allem ist der auch tiefer. Guck mal bitte. Stimmt, ja. Ein Stück. Der steht ja von Haus aus schon tiefer. Meiner steht jetzt bestimmt schon seit Wochen dort rum. Der hier steht jetzt seit 2-3 Tagen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass das Coupé von Haus aus tiefer ist. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist ja auch ein V12 oder W12? Mhm. W12? Wahrscheinlich deswegen. Kann halt sein, der Motor ist schwerer, liegt da halt tiefer, ne? Kann schon sein. Ich habe nur einen V8. Aber ganz ehrlich, das Chromgitter sieht schon
macht den irgendwie noch mal mächtiger, oder? Ach so, stimmt. Da könnte ich mich ja fast hinreißen lassen, irgendwie zu gucken, ob man das Gitter nicht in den Chrom bekommt. Das stimmt, das sieht da im Vergleich ein bisschen billig aus dann, ne? Ja, das wirkt billig, wenn du das da drüben siehst. Ja. Ich meine, es ist auch bloß Plastik, oder? Ist da kein Metall? Stimmt, oder? Ja, ist Plastik. Ich weiß nicht, gibt es eine Firma, die sowas macht? Keine Ahnung. Im Nachgang? Weil wenn du verchromte Plastik von Bentley kaufen willst, kostet bestimmt 8 Milliarden Euro. Jetzt haben wir haben die Jungs dort, wie gesagt, 12.000 Euro. Das war, pass auf, das ist ja das. Haben ja auch manche so ein bisschen in die Kommentare hineingeschrieben. Wenn du es schon gekauft hast, warum fährst du dann dahin und machst einen Larry? Zum einen ist es Videocontent. Der Videocontent hat die Reisekosten vollständig wieder reingeholt. Also rein wirtschaftlich betrachtet, wenn man das jetzt mal aufdrüsselt, haben wir mit den Videos, Gott sei Dank, die Kosten wieder reingeholt. Also für Hotel, Mietwagen, Essen, Trinken. Und wir haben mal Rega gesehen. So, dann haben wir das Auto gesehen und dabei ja festgestellt, dass der Tempomat nicht ging. Da waren die ersten 2 Mille, glaube ich, platt. Weil irgendwie, wie ich schon vermutet hatte, hier hinter der Kugel oder hinter der Scheibe ist ein Sensor. Ja. Und der ging nicht mehr. Das sind sogar 14.000 Euro gewesen in netto, glaube ich. Ach so, ne? Ja, mein Lieber. Dann hatten die ja vorher, das war ja das Interessante, die rief mich ja, als ich das Auto gekauft. Gesehen habe ich das ja, glaube ich, schon Ende Januar. Gekauft habe ich das nach einem riesen Prozedere. Du musstest da 1000 Zettel ausfüllen und dich legitimieren und verifizieren wegen Embargo gegen Russland und so weiter, dass du nicht nach Russland verscherbeln willst, bla bla bla. Und hatte ja dann noch, um das aus der Ferne einigermaßen safe zu machen, natürlich Recherchen eingeholt über den Händler, über den Eigentümer und so weiter und so fort, also so gut wie es ging. Mhm. Und dann habe ich ja noch diesen Check machen lassen. Da haben ja manche Uhr geschrieben, ihr nehmt Fuffi für eine Probefahrt und ich heule rum wegen 350 Euro netto, 350 Euro netto für Auto angucken. Wo ja dann offensichtlich nicht alle Sachen bemerkt wurden, wie wir dann rausgefunden haben. Ich finde 350 Euro für den Check schon nie wenig Geld, sag ich ganz ehrlich. Und am Ende des Tages waren die Jungs aber äußerst kulant, das war mein Glück. Ja, weil eigentlich habe ich es ja als Gewerbetreibender gekauft. Der rief mich, nachdem ich das Geld bezahlt hatte und dann mich angekündigt hatte, dass ich da rumkommen will, rief mich der Verkäufer an. Wir haben jetzt festgestellt, oder ich habe gerade festgestellt, dass hinten die Entertainment oder das Entertainment-System einfach nicht mehr funktioniert. Wir wissen auch nicht warum. Er hat mir angeboten, 1000 Euro Preisnachlass. Und da ich ja so ein bisschen meine Erfahrung habe, was sowas angeht, habe ich gesagt, 1000 Euro Preisnachlass, dafür, dass hinten gar nicht mehr geht, ich sage, nee. Auf gar keinen Fall. Da macht man lieber ganz. Also es war die Auswahl, 1000 Euro Preisnachlass oder wir machen es ganz. Mhm. Ich sagte so, wie es ist, wenn ich das wirklich ernst hätte, die irgendwie gesagt, wir geben dir 3 Scheine oder sowas. Da habe ich gesagt, ja komm, doch, tschüss, gib mir einfach die Kohle, weißt du, ich meine? Aber beim 1000 habe ich gesagt, nee, das gibt nur Kino. Habe ich keinen Nerv drauf, weißt du? Ja. Bei 3 wäre ich wahrscheinlich auch prasselig gewesen und hätte es gemacht. Da hätten die auf jeden Fall reichlich Geld gespart, weil die haben dann hier nochmal 12 Mille investiert. Das war ja schon bevor wir dort waren, ne? Dieses Angebot. Genau, da ja. haben die, genau, bevor wir dort waren, da hatten die das repariert. Hat natürlich auch Wochen gedauert, ne? Aus England bestellen, durch den Zoll, ne? Also Riesentheater. Mhm. Dann haben die das repariert, dann sind wir dorthin gekommen und dann ging das auch. Sieht man ja auch im Video. Genau, ja. 2 Wochen später ruft er mich an, nachdem wir wieder zurück sind. Geht nicht mehr. Sehr gut. Wir bauen jetzt das Teil aus und schicken das nach England. Da haben die das also wieder ausgebaut, dahin geschickt, dann haben die das eine Woche lang angeguckt und Hypnose mit dem Steuerteil gemacht. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Jedenfalls kam dann wiederum 3 Wochen später oder sowas, kam dann das andere Steuerteil zurück. Irgendwie so, also es hat wieder alles Wochen gedauert. Dann haben die das eingebaut und festgestellt, es geht immer neu. So ein Steuerteil kostet, das ist kein Quatsch, das ist einfach nur so ein Kasten, wie das da, bloß ein bisschen größer. Ja. 8.000 Euro. 8.000 Euro. Da haben die festgestellt, das geht ohne. Das sind die Zahlen von Bentley, wirklich, kein Quatsch. Haben sie weitergeprüft, sind in die Tiefe gegangen, haben festgestellt, dass die DVD-Player der Grund sind, worum es nicht geht. Okay. Und da kostet, das müsste das Ding hier unten sein, deswegen ist hier unten eine Schutzfolie drauf. Hier und hier auf Beten. Ne? Ja. 2.000 Euro netto. 12 Mille. Ja. Nur, damit hier hinten irgendwas funktioniert. Hätten die mir irgendwie gesagt, oh, wir geben dir 3, 4 Scheine. Hätte ich das garantiert, wahrscheinlich jeder von euch, gesagt, ja, ja, okay, gib mir das Geld und fertig. Habe ich nie gemacht, Gott sei Dank. Und jetzt funktioniert der Mist und ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Da bin ich auch sehr froh drüber, sag ich dir ganz ehrlich. Und das ist ja das, worum ich sage, so ein Bentley, das ist am Ende ein aufgepeppter, umdesignter VW Phaeton. Kann man da nicht auch die Steuergeräte vom Phaeton verbauen? Also die Frage ist natürlich, es gab ja den VW Phaeton auch in, logischerweise im Langradstand, auch mit einer Einzelsitzanlage, auch mit Rear Seat Entertainment System. Und ich glaube nicht,
dass man hat das Rad komplett neu erfunden, nur weil das jetzt ein umgelabelter Phaeton ist. Das ist nur eine Mutmaßung von mir. Und dann hättest du wahrscheinlich mit ein bisschen Glück, die Phaetons werden ja ganz gerne immer geschlachtet, hättest du vielleicht irgendwo einen Schlachter gefunden, hättest du vielleicht für ein paar hundert Euro das Steuergerät gekriegt, anstatt für 8.000. Oder alternativ dazu, es gibt ja auch Firmen, die sowas reparieren können. Ja, stimmt. Vielleicht bloß eine Kaltlötstelle gebrochen, weißt du gar nicht. Weißt du, was meine Vermutung ist? Die haben das Ding verkehrt rum angepult. Und dann hat es das durchgewichst alles. Und dieses Jaulen, was du hast beim Fahren, ist ja immer noch da. Und das ist manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal ist es auch mal nicht da. Okay. Und da haben manche geschrieben, S8-Fahrer, gewöhn dich dran, das ist so. Kriegen die in den Griff, das ist irgendein Steuerteil, was irgendeine Rückkopplung macht und dann gibt das über die Boxen irgendein komisches Geräusch. So, naja, wie auch immer. Ich habe mir jetzt überlegt, ich hätte gerne eigentlich ein anderes Rad. Das ist ein Mullinerrad, das ist ein, hatte ich ja schon mal erklärt, ein Zweiteiler ist das. 21 Zoll, ich weiß nicht, was die Geschichte neu kostet, aber richtig Kohle. Ich glaube, die Felge gibt es, glaube ich, immer noch. Aber das hier, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, ganz kurz, ich finde, dass die Felge größer wirkt, wenn man jetzt mit drüben nochmal guckt. Aber die Felge wirkt halt deutlich moderner, ne? Findest du nicht auch? Ja, ich finde die auch geiler, tatsächlich. Jetzt wird's speziell. So, Alter. Ein Bild wäre halt echt gut gewesen. Ein Bild ist halt leider, glaube ich, keins dabei. Wir gucken noch mal kurz in die ABE, dass unser Auto drin steht, bevor wir das jetzt hier einbauen und feststellen, ach so. Und dann kommst du in die Kontrolle, reichst den Zettel raus und die sagen, ach so. Das wäre geil. Dann hat sich hier die Weiterfahrt leider erledigt. Warte, ich baue es kurz aus. Also, Einbau im Kofferraum. Rechts hinter der Seitenverkleidung befindet sich das Fahrwerksteuergerät. Rechts hinter der Seitenverkleidung. So, wie wir gleich das ganze Auto doch auseinanderbauen müssen. Aha. Das große da mit den zwei Polen, ne? Das da hinten, ja. Ach, das. Das Zusatzmodul wird mit Klettband festgeklebt. Der mitgelieferte Adapter wird mit kleinem Stecker an dem ETS, das wird wohl das Gerät da sein, angeschlossen. Am Steuergerät werden beide Stecker abgezogen. 1000 Fehlermeldung, juhu. An den Adapter und die beiden Adapterstecker an das Steuergerät angeschlossen. Anschließend das Fahrzeug per Bedienschalter, Menü anheben und wieder absenken. Wollen wir den mal aus der Parklücke rausfahren, damit wir dann auch gleich sehen können, das ist sehr gut. Ob das Ding komplett dann tief liegt wie die Titanic oder ob der dann aussieht wie ein Cayenne. Habe ich schon mal erzählt, letztens, als wir zu Marco Degenhardt fahren wollten, früh morgens, fahre ich das Ding aus der Ausfahrt raus, geht die Motorkontrollleuchte an, kurze Zeit darauf später fängt die an zu blinken im Wechsel mit EPC. Ich dachte, perfekt. Ich gerade noch so rechts ohne Leistung in den Parklücke rein. Ich dachte, schöne Scheiße, das machen wir jetzt, bin eh schon irgendwie knapp dran. Ich motor aus, kurz gewartet, motor wieder an, liefer wieder. Und übrigens, was man auch sagen muss, ist, das ganze Entertainment-System, also inklusive diesem viereckigen, halbovalen Kasten, ne, viereckigen Kasten da vorne drin, ja? Ja. Das ist, also so, wenn man das im Computerzeitalter irgendwie zuordnen möchte, so 486er von der Geschwindigkeit. Hier, den möchtest du nicht daneben stellen. Da ist das ein Technikwunder, was das Entertainment angeht. Das ist wirklich null Punkte. Also, dass die Band, diese Jungs von Bentley sich gesagt haben, das verkaufen wir so für 1200, das Ding. Wenn du vorher in dem Auto gesessen hast, sagst du, nee, danke, tschüss. Deswegen sage ich ja, also wer ein Bentley fährt, fährt das aus Überzeugung, weil es gibt theoretisch von der Funktionsweise her ein besseres Auto. Ein moderneres. Die S-Klasse ist 1000% moderner als das, aber das wollen die Bentley-Jungs ja auch gar nicht unbedingt. Die wollen ja keine S-Klasse sein. Die wollen ja anders sein. Wild finde ich auch, dass hier so die ganzen Sicherungen offen rumbammeln und dass alles offen ist und dass du einfach hier nur so eine Verkleidung runternimmst. Ja. Und dann sieht das hier aus. Das ist mal ohne Scheiß, oder? Fehlt da nicht ein Deckel? Sieht so aus. Du denkst, da müsste eigentlich noch was davor sein, aber nee, es ist halt so. Krass. Ist krass, oder? Lass uns mal gucken, wie wir die Stecker hier dann abgezogen kriegen. So, das ist der eine, das ist der andere. Okay. Sieht das gut aus? Ja, das sieht erstmal ganz gut aus. Und wo willst du das jetzt eigentlich genau hinstecken, sag mal? Vor allem, warum mit Klettband sieht das aus, als müsste man es hier festschrauben, ne? Diagonal. Scheiße, ob das jetzt richtig ist, bin ich ohne. Aber wo kommt denn das andere Ding, der andere Stecker dann ran? Wir kriegen das schon hin. Also wir kriegen das schon jetzt auf jeden Fall nie hin. Oder kommt er doch nie hier rein? Ich daran schon scheitert. Ich daran jetzt schon scheitern, ich hier gleich die Pole verbiege. Das muss schon so. So. Mal, so. Nee, ist noch hoch. Ah ja, ach so, Julian. Ah. So, jetzt haben wir das. Hm. Oh, haben wir schon mal einen Teil geschafft. Geil. Perfekt. Das hier wird quasi das sein. Das ist einfach nur der Adapter dafür. Weißt du, ich meine? Das ist quasi, mehr, das nutzt jetzt für den Bentley. Ja. Und meinetwegen im Cayenne ist das hier quasi da. Ach, denkst du? Also es kann nur sein, das ist das völlige Falschsteuergerät. Weiß keiner so genau, weil steht da nicht drauf. Steht auch keine Teilnummer und kein Bild. Ist kein Bild dabei? Jetzt, Junge, the brain. Das kommt ja hier rein dann. Wahrscheinlich. Das dicke Ding. Ach ja, na klar, das kommt dazwischen. Na klar, Junge. Das kommt aus Steuergerät. Alter, bitte dumm, Alter. Oh. Bitte dumm oder was? Bitte dumm oder was? Hauptsache, wenn du irgendwas erzählst vom Cayenne. Hauptsache, laberst du Cayenne. Das ist bestimmt der Cayenne, du Spinner. Alles klar. Laber noch mehr Scheiße, du Idiot. Ach, ja. So denkst du? Ja. Ich hätte jetzt anders gedacht. Nee, ich denke so. Echt jetzt? Die Dinger kommen links und rechts ran. Ja, safe, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Wenn es jetzt Schrott ist und ich pleite. Ja. Mal gucken, wenn es los, wenn es Problem, nee, es geht nicht.
und ich dann das Ding zu Bentley einschleppen lasse und da irgendwie 12.000 Euro rauslege. Genau. Wie ich jetzt noch lache und dann hinterher heule. Ja. Warum komme ich immer auf so eine dumme Ideen? Warum fragst du eh von meinen nicht anwesenden Kfz-Mechanikern? Warum mache ich das jetzt hier eigentlich selber? Alter, das sah smooth aus. Das sah so aus, als müsste es so sein, ne? Jo. Das kann man auch verschrauben, wenn man, guck mal, Strom ist schon mal drauf, es leuchtet. So, jetzt machen wir mal das, was sie uns beschrieben haben. Wollen wir die Kamera draußen hinstellen, die filmt, wie das Ding runtergeht und wir drinnen dumm quatschen und heulen? Das können wir machen, ja. Wollen wir es machen, oder was? Oh, es soundet schon. Hm? Er geht vorne runter. Was? Ja. Alter! Junge, aber wie? Aber warum da vorne? Sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus vorne, ne? Sag ich dir, wie ist es? Mhm. Das wäre schon so, wie ich es gehofft hatte, ne? Wenn das Ding jetzt gleichmäßig runterkommt. So, jetzt haben sie geschrieben, wenn du das gemacht hast, anschließend das Fahrzeug per Bedienschalter-Menü anheben und wieder absenken, damit er sich eben kalibriert. Kalibriert wahrscheinlich. Mhm. Das machen wir jetzt mal. Er geht hoch. Ja, er meckert gerade, Fahrzeug zu tief. Er geht aber nur hinten hoch. Macht er was? Na, hinten ist er Bock hoch, aber vorne nicht. Vorne ist er so tief, wie er war. Jetzt mache ich auf hoch. Also, Junge, das sieht aus. Das sieht aus wie so ein Deadland-Import jetzt. Weißt du, was ich meine? Nee. Was meinst du denn? Thumbnail. Scheiße, was ist das denn? Was haben wir gemacht? Du kannst da eigentlich jetzt nichts groß falsch gemacht haben. Stand da irgendwie Offroad auf der Schachtel oder so? Normal Niveau erreicht. Ich gehe mal auf Sport. Na, irgendwie sind die zwei Achsen nicht mehr... Weißt du was? Die werden verdreht sein. Ich mach mal aus, verriegel mal. Warte mal, das ist natürlich genauso, wie ich es mir nie vorgestellt habe. Ich habe gedacht, hier Plug and Play anschließen und fertig. Im Kofferraum rechts in der Seitenverkleidung ist das Fahrwerkssteuergerät, was wir offensichtlich gefunden haben. Wie wir links waren, das wäre geil jetzt. Junge, es hat doch Final Destination, Julian, krieg dich ein. Der mitgelieferte Adapter wird per kleinen Stecker an dem ETS, das ist das Ersatzsteuergerät von H&R, angeschlossen. So, also die Adapterstecker. Der Adapter ist das Ding hier, ja. Der schwarze Kasten. Ja. Und die Adapterstecker sind quasi die, zu den Adapterkasten gehören. Und die werden an das Steuergerät angeschlossen. Da kannst du nichts falsch machen. Feineinstellung. Das Maß der Tieferlegung kann um 20 mm hoch und runter reguliert werden. Das ist aber hinten jetzt gerade gar nicht der Fall. Nee. Die Bohrungen an der Frontplatte dienen zur Verstellen der Höhe. Mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig drehen. Eine Umdrehung in den Uhrzeigersinn entspricht 2 mm Absenkung. Aber ich glaube nicht, dass es eine Feineinstellung ist, sondern dass generell irgendwas gerade komisches. Wir drehen jetzt mal an der Scheiße rum, dass wir hier bloß keinen falschen Fehler machen, mein Lieber. Ich drehe jetzt einfach mal an der hinteren herum. Interessant ist, der hängt da wie Bock Hannes, aber macht keine Fehlermeldung, ne? Man hört zwar was, aber es passiert nichts. Ja, ist der Kompressor, der pumpt. Ich drehe jetzt mal so viel wie geht, okay? Oh, ne. Geht da vorne überhaupt hoch, der Kollege? Nee. Das kann aber eigentlich nicht sein, der muss eigentlich hochgehen. Ja, er pumpt wie sauer, aber er macht nichts. Er geht nur hinten immer maximal ein Stück hoch und ein Stück wieder runter. Aber es hat aufgehört zu pumpen. Ja. Niveau reicht. Dann würde ich es wieder ausbauen und erstmal lassen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Dann hat das Ding wahrscheinlich eine Fehlfunktion oder ist eben doch nicht kompatibel hier für das Auto oder was. Ich weiß es nicht. Die Hinterachse ist irgendwie nicht mit am Start. Nee, die macht nichts, ne? Ich lasse es runter. Ich weiß eben nie, ob man da mal ein Stück vorwärts fährt. Mal gucken, ob er sich dann merkt. Tja, Freunde, keine Ahnung, was hier los ist. Freunde, an der Stelle ist wohl jetzt keine Bombensensation. Wir haben quasi 50% geschafft. Vorne liegt er im Dreck. Hinten ist er jetzt irgendwie Rallye Dakar. War jetzt nicht ganz so zielführend, wie ich es wollte. An der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. So, mal gucken, ob wir das noch geregelt bekommen jetzt. Ne? Aber ich muss jetzt leider weiter. Ich hätte gedacht, das wird hier eine schnelle Nummer, aber so siehst du mal, wie schnell das geht. Ne? Plug and Play. Ole, ole, ole. Vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht, mag ja alles sein. Wir müssen dann nochmal in die Tiefe gehen. Ich nehme es dann nochmal raus, baue nochmal alles auseinander, stecke nochmal alles zusammen und gucke mal, was passiert. Gib dem Auto erstmal sein altes Niveau wieder und dann schauen wir mal weiter. Die Lisa wartet auf mich, ich muss weiter, bevor ich ins Fressbrett kriege. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Enrico. Tschüss, tschüss.
Oh. Früher ging das, das sah cool aus. Ah, jetzt wieder. Jetzt doch nicht. Oh, schade. Oder so hier. Und da würde ich mir die komplett verdichten lassen. Weil Felgen müssen verdichtet sein. Weil Felgen müssen verdichtet sein. Geil. Wer kennt den Ronny? Kunde, der Typ ist so geil gewesen. Ich hab den so gefeiert. Wo ist meins? Ich meine, es gibt zwar eine Einbauanleitung für den Flying Spur. Wo ist denn der Flying Spur die ABE dafür? Nee. Ach so. Ich bleibe auch an Ehrenruf und Nachfrage und die sagen nö. Also für das Modell nicht. Stell dir vor, du suchst das Video oder findest das Video, weil du dein Bentley tiefer legen willst und findest dann das hier. Ja genau, und dann denkst du dich geil. Geile Typen. Geile Typen. Die haben gar keine Ahnung. Die haben gar keine Ahnung. Ich glaube, da ist irgendwas nicht richtig. Hier stinkt schon ganz komisch. Habe ich das schon mal gesagt? Ich find's nicht. Okay, gut. Wenn du das nicht bist, dann bin ich das bestimmt. Ach so.